Geschichte vom neuen Chemie. Die Geschichte von dem Mann mit dem Geschäftshaus Zürich, der die Heizung hat ersetzen lassen. Das Ingenieurbüro hat das Projekt erstellt. Die Feuerpolizei hat es genehmigt und schließlich anstandslos abgenommen. Ein Jahr später hat das Bauamt eine nachträgliche Baubewilligung verlangt für das neue Chemierohr, das 1,6 cm höher war als das bisherige. Die Geschichte vom Chemie. Noch eine von vielen Geschichten, die für den ersten Gartner-Preis von der FDP Zürich eingegeben worden sind. Unsinnige Bürokratie und Paragrafenreiterei, das haben die meisten schon erlebt. Ja, eigentlich ständig. Jedes Formular, das man ausfüllt, dass ich bin Unternehmer, da kommt man all Pott wieder irgendeine statistische Auswertung über oder muss wieder überlegen, wie viele Stellen in welchem Bereich anzusiedeln sind. Ja, als Brauereibesitzer sind wir natürlich dem ständig ausgesetzt, im Zusammenhang mit Lebensmittelkontrollen, mit Auflagen, ob man verkaufen darf, wie lange und so weiter. Es gibt die nicht nur mit den Behörden, es gibt die mit Verbänden, es gibt die auch in der Privatwirtschaft und so weiter. Also da habe ich auch gewisse Beispiele so erlebt schon. Tagtäglich werden also Herr und Frau Schweizer mit Vorschriften, Paragraphen und Formularkrieg konfrontiert. Genau aus diesem Grund hat sich die FDP Zürich den Kampf gegen die Bürokratie auf die Fahne geschrieben. Also wir stellen fest im politischen Alltag, dass von links und auch von rechts immer mehr nach Verbot und Obligatorien gerufen wird. Kommt auch noch immer irgendein Problem auf, das tatsächlich ist oder auch nur ein vermeintliches Problem, wird nach Regulierung geschrien. Und das schränkt letztlich die Freiheit ein der Menschen. Unser Konzept, das liberale Konzept, ist ein anderes, nämlich, dass sich die engagierten Menschen können betätigen. Das hilft allen, das sichert Jobs, das sichert Renten und im Umweltbereich beispielsweise ist das auch das richtige Rezept. Rund 50 Geschichten haben Bürokratieopfer nach dem Aufruf von der FDP Zürich eingegeben. Eine Geschichte struber als die andere. Aber die Story vom Zürcher Gourmet-Kioskbesitzer Aaron Stillhardt hat sie alle geschlagen. Der Mann hat also zwei kleine Zweier-Tischli vor sein Lokal stellen. Platz hätte es ja genug und wahrscheinlich können die ja einfach rausstellen, hat er gedacht. Nein, meint auf das aber die Gewerbepolizei in einem schriftlichen Bescheid. Erstens brauche ich eine Umzonung vom Trottoir in eine Boulevardzone. Kostenpunkt für Baubewilligung und Bauplan 5'000 Franken. Und zweitens hätte er ja jetzt das Patent als Kleinwirtschaft und darum sei es obligatorisch, dass er eine Lüftung einbaut. Kostenpunkt 35'000 Franken. Der Mann mit dem Gourmet-Kiosk hat gemeint, ja, aber er will ja nur zwei Tischli vorausstellen und dann braucht er ja drinnen wahrscheinlich keine Lüftung. Mamol, meint auf das aber die Gewerbepolizei. Wenn er das Patent hätte als Kleinwirtschaft, dann sei eine Lüftung einen Weg obligatorisch, ob er jetzt koche oder nicht, Tisch aufstelle oder nicht. Die Gewinnergeschichte ist in einem Bereich zuhause, wo wir das Gefühl haben, kann man kantonal und städtisch einiges bewegen, politisch. Es ist auch ein sehr anschauliches Beispiel, wo sich die Leute wirklich ein Bild machen davon, auch sicher schon mit ähnlichen Situationen konfrontiert sind. Und darum haben wir das Gefühl, es hat einen besonderen Charme. Aaron Stillhardt und Heinz Lütti vom Gewerbeverein Zürich-Ost, der die Geschichte der FDP Zürich gesteckt hat, sind darum Anfang November mit dem ersten Gartner-Preis ausgezeichnet worden. Ja, das ist eine gute Sache, wo man mal das Problem wieder mal richtig angehen kann, wo eine gute fundierte Struktur hat. Und wir haben auf der einen Seite Freude am Preis, auf der anderen Seite natürlich nicht Freude, dass wir den Preis bekommen haben, wegen so einer bürokratischen Angelegenheit. Ich bin zuerst mal froh, dass neben der moralischen Unterstützung von meinen Kunden und Freunden, dass ich eine Hilfestellung bekomme, eine konkrete Hilfestellung. Einerseits vom Gewerbeverein, wo das Dossier eingereicht hat und andererseits von der FDP, die die Motion einreicht. Und ja, mal schauen, was daraus wird. Es ist sicher, vielleicht hilft es nicht bei mir, weil es wahrscheinlich eine Zeit lang geht, bis das umgesetzt werden kann, aber vielleicht hilft es jemand anderem. Die FDP Zürich will nämlich nicht nur auf die unsinnige Bürokratie aufmerksam machen, sondern sie auch aktiv bekämpfen. Aus diesem Grund haben die Parteivertreter schon zwei Tage nach der Preisverleihung eine Motion im Kantonsrat eingegeben. Ziel ist tatsächlich, dass man auf relativ überschaubare Art und Weise jetzt einfach mal auf den Punkt bringen, was das Problem ist. Wir wollen für Kleinbetriebe, insbesondere für Betriebe der Kleingastronomie, einfach eine Entschlackung der bürokratischen Hürden, insbesondere wenn sie Tischli vorne aufstellen.
So ist es ein erster Schritt. Weitere Motionen sind geplant. Denn schließlich, so sind sich die Kantons- und Bundesparlamentarier von der FDP Zürich einig, sei es höchste Zeit, dass sich einmal eine Partei einem unsinnigen Kampf gegen die Bürokratie annehmen würde. Allerdings, ich habe persönlich schon mehrere solche Fälle erlebt und darum bin ich wirklich stolz als Freisinnige auf den Gaznop-Preis. Ich finde es ganz, ganz genial. Und wenn man zugelassen hat, was zum Teil passiert, kann man das fast nicht glauben. Und darum finde ich, ist es wichtig und richtig, dass die FDP dem den Kampf angesagt hat. Ja, wir müssen uns selber jeweils selber an der Nase oder den Ohren nehmen sozusagen, und überlegen, was unsere Vorstösse schlussendlich bewirken. Denn es ist tatsächlich so, dass oftmals gut gemeinte Vorstösse schlussendlich hinten raus einen gewissen bürokratischen Aufwand mit sich bringen. So helfen sich die Politiker vielleicht auch ein bisschen selber. Dass auch sie über Paragrafenreiterei können stolpern, hat in diesem Jahr ja auch der damalige FDP-Bundesrat Hans-Rudolf Merz bewiesen, wenn er über die Bündner Fleischparagrafen gestolpert ist. Ein Lachanfall, der ihm nicht nur viel Sympathie, sondern auch den Ehrengaznop-Preis eingebracht hat. Weitere Gewinner sollen dann im nächsten Jahr dazukommen. Ja, ich bin leider sehr zuversichtlich, dass die Bürokratie nicht ausgerottet sein wird in einem Jahr oder zwei. Ja, das ist so. Wer also ebenfalls unglaubliche Geschichten erlebt hat, kann die auf bürokratieabbau.ch eingeben und ist dann vielleicht im 2011 stolzer Gewinner vom Gaznop-Preis.